Solange sich die Letzten mit ihrer Kaffeetasse in diese Richtung bewegen, fange ich schon mal an, kurz den Rahmen vorzustellen. Also nochmal herzlich willkommen zur Themengruppe Innovation in Lehr- und Prüfungsszenarien. Wir werden heute stellvertretend für die Themengruppe einerseits unsere Ergebnisse vorstellen und andererseits möchten wir mit Ihnen in das Gespräch über die Umsetzung kommen. Mein Name ist Kerstin Meyerberger, neben mir steht Jürgen Handke. Wir beide stehen schon auf dieser Bühne, im Moment nicht dabei stehen, aber gehören genauso zur Themengruppe. Jörn Lofischak, Ralf Müller-Eiselt, Malte Persicke, Anne Thielosen, Klaus Wannemacher und Julius David Friedrich, der uns durch die 3 Jahre begleitet und moderiert hat. Und wir haben uns entschieden, dass wir jetzt keine Präsentation im eigentlichen Sinne vornehmen werden, sondern ich Ihnen ganz kurz unsere 10 Handlungsempfehlungen, unsere Ergebnisse vorstelle, benenne, auch mit der Idee, dann ist das schon mal gesagt. Und wir getreu unserem Thema jenseits der Leuchttürme, wie kommen wir in die Fläche, einen personalisierten Leuchtturm, wie wir das mal so benannt haben, mit Jürgen Handke befragen, was er denn als nächstes empfehlen würde, um getreu unserer Leitfrage, was muss eigentlich passieren, damit digitale Lernformate jenseits eben von Vorreitern, von Leuchttürmen in die Breite kommen. Da werden wir beide jetzt insgesamt 15 Minuten für verbrauchen an Zeit und danach, Sie sehen, neben mir sind noch 3 Plätze frei auf diesem Podium. Danach sind Sie herzlich eingeladen, hier raufzukommen, nach dem Motto First Come, First Served. Also 3 Personen können sofort nach vorne kommen. Und natürlich ist es immer ganz schön, wenn man so irgendwann das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt auch genug gesagt. Oder andere das Gefühl haben, ja, ich könnte jetzt auch was sagen. Dann würde ich diejenigen bitten, die so ein bisschen, Sie kennen das vielleicht vom Abklatschen, diejenigen, die denken, jetzt möchte ich was sagen, stellen sich dann so langsam da mal an die Seite. Und wenn dann hier 3 Personen stehen und eine denkt, ach, ich bin jetzt vielleicht doch schon länger da, dann tauscht man so ein bisschen. Wer jetzt die ganze Zeit hier stehen bleiben wird, das sind Jürgen Handke und ich. Und damit ist im Grunde auch schon der Vorlauf etwas beschrieben. Was wir auch machen möchten ist, also falls Sie nicht nach vorne kommen mögen, dass wir über Twitter Fragen einbinden oder Anmerkungen. Das heißt, dass Herr Friedrich auch nebenher schauen wird, gibt es spannend genug Fragen, die ich hier einflechten sollte. Das heißt, er wird mir für den Fall dann ganz analog ein Papier zustecken. Das heißt, Sie haben also auch die Möglichkeit, über den Hashtag HFD16 hier sich zu beteiligen. Gut, das soll jetzt der Rahmen sein und dann kommen wir auch schon in unser Themenfeld. Unsere Themengruppe hat, das können Sie nachlesen in diesem schwerwiegenden Abschlussbericht, hat neben 2 umfassenden Studien, die sie beigetragen hat, unter anderem auch in den letzten halben Jahr, wie wir alle, sich überlegt, was sind denn jetzt eigentlich unsere Schlussfolgerungen aus 3 Jahren Zusammenarbeit? Und wir sind zu den Handlungsempfehlungen gekommen, die ich wirklich nur schlagwortartig herausstellen möchte und die Sie eben auch jetzt ausführlicher im Anschluss nochmal nachschauen könnten, dass wir sagen, auf 3 Ebenen haben wir Handlungsempfehlungen gegeben. Obwohl wir die Gruppe sind Lern- und Prüfungsszenarien, also eher auf der didaktischen Ebene tätig, sagen wir, nein, wir können nicht realistisch sagen, was sich ändern muss, wenn wir nicht die Hochschulen ebenso ansprechen wie die Lernenden und die Lehrenden und natürlich die Politik. Und ich möchte gern die Empfehlungen an die Hochschulleitungen vorwegnehmen. Da sind uns besonders 3 Punkte wichtig, nämlich dass Hochschulen die Möglichkeiten schaffen sollten und antreiben oder Hochschulleitungen im weitesten Sinne. Dass die strategische Bedeutung digitaler Lehre aktiv hervorgehoben werden soll, sei es in Papieren, sei es durch Besetzungsentscheidungen, sei es in Berufungskommissionen und dass aktiv unterstützende Maßnahmen vorangetrieben werden sollen, die eine Digitalisierung von Lehren und Lernen auch ermöglicht, finanziell wie organisatorisch. Für die Lehrenden sind wir zu einem Schluss gekommen. Lehrende sollten auf eigene Initiative digitale Medien und Lehrformate erproben wollen und Unterstützungsmöglichkeit auch nutzen wollen. Und von Studierenden wünschen wir uns dasselbe. Sie sollten
frei verfügbare Lernformate nutzen und digitale Lernformate an der eigenen Hochschule einfordern. Also auf beiden Ebenen fordern wir ein, eine Bereitschaft, und wir fordern auf der anderen Seite ein, auch die Rahmenbedingungen von Seiten der Hochschulleitung zu schaffen. Damit die Hochschulleitung das auch ermöglichen kann und sich die Lehrenden wie Studierenden auch unterstützt fühlen im Sinne dessen, was hatten wir vorhin, es ist eine Dringlichkeit, es ist auch erwünscht, ich darf einfordern, ich handle in einem Feld, das gerade auch gutiert wird, denken wir, dass es die Politik nach wie vor, und sie tut es ja im Moment sehr stark, aber sie sollte es noch weiterhin herausstellen, nämlich die Lehre weiter wertzuschätzen. Dass es Anreize für die digitale Lehre geben sollte, muss ich nur der Vollständigkeit halber nennen. Und hier sprechen wir von Ressourcen in der gesamten Breite, beispielhaft auch einem Innovationsfonds, in dem man einfach mal unkompliziert Geld für was Neues bekäme. Gerne auch auf Bundesebene. Dann natürlich die Supportstrukturen aufzubauen und deren Nutzung zu fördern, dezentral wie zentral, mit den Ländern zu kooperieren oder eben auch über die Länder hinweg sinnvolle Einheiten zu schaffen. Der Rechtsrahmen wurde schon genannt, und der Rechtsrahmen ist auch das, was derzeit eine relevante Größe darstellt für Studierende wie Lehrende, wie Hochschulleitung, um handlungsfähig zu bleiben in der vollen Breite. Und natürlich geht es um das Thema, das man der Vollständigkeit halber nennen muss. Da sind dann, wenn wir gerade in anderen Foren über Agilität und Flexibilität sprechen, eher so Begriffe drin wie stabil auf Dauer, Verstetigung, nämlich die Frage dessen, wie die Planungssicherheit auch im strukturellen und personellen Rahmen aussehen kann. So, das ist das, was wir in der Themengruppe kurz zusammengefasst als allerwichtigste Punkte einmal konsolidiert haben. Sie haben sie heute schon häufiger gehört, aber auch uns ist das wichtig. Aber genau jetzt kommt die Frage, und was machen wir jetzt? Wie kommen wir in die Umsetzung? Wie kommen wir ins Doing, wie es so schön heißt? Und um da jetzt ganz schnell zu landen, haben wir uns gedacht, da kann doch der Jürgen Hanke mit seiner mehrfachen Erfahrung als Lehrender, auch als Ars Legendi-Preisträger, als langjähriger Aktivist, einmal einen ganz persönlichen Einblick geben in die Frage, wie können wir das jetzt tun und was behindert uns eigentlich daran? Okay, ja, herzlichen Dank erstmal für die Einleitung. Meine Damen und Herren, wenn ich das in den nächsten Minuten vorstellen darf, dann muss ich zunächst eine Vorbemerkung machen. Eigentlich sitze ich hier oder stehe ich vor völlig falschen Menschen, denn das, was ich sage, richtet sich an die, die nicht aktiv in der Digitalisierung der Lehre verortet sind. Sie alle kennen die Digitalisierung, Sie sind alle dafür, aber ich richte meine Argumente an diejenigen, die das eben nicht machen. Und da muss man zwei Dinge im Auge haben aus meiner Sicht, die natürlich all das unterstützen, was Kerstin Meyerberger eben auch gesagt haben. Aber die beiden Dinge sind zunächst mal der Aspekt des Mehrwerts. Und zweitens müssen wir noch mal ganz kurz ansprechen, wer eigentlich diese Entwicklung treiben kann, die Treiberdebatte. Bei der Mehrwertdebatte, da habe ich in den vergangenen 2 Jahren, wo ich sage und schreibe 52 deutsche Hochschulen besucht habe, habe ich herausbekommen, dass viele die Mehrwerte, die wir als Mehrwerte deklarieren, überhaupt nicht verstehen. Sondern im Gegenteil, sie drehen uns die Mehrwerte sogar als Minderwerte um. Wir haben also große Schwierigkeiten, überhaupt mitzuteilen, was ist denn gut an der digitalen Lehre. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite, wenn wir uns die Treiber anschauen, wir haben das ja heute schon bei den Themenpaten gehört, zum Teil. Gehen wir sie mal kurz durch. Die Lehrenden sind für mich keine Treiber der Digitalisierung. Es gibt ein paar, ich kann die mal scharf hier mustern, da ist einer, ich habe mal 2 eben ganz scharf angeguckt. Das sind Neugierige, das sind Menschen, die sich über die Forschung hinweggesetzt haben, die sich einfach mit Lehre befasst haben, unter Inkaufnahme von Karriereverlusten. Aber andere ist das große Feld der Nichtmacher. Derjenigen, die zum Beispiel hoffen, dass irgendjemand mal den Stecker aus dem Internet zieht und der Spuk endlich vorbei ist. Und dann gibt es welche, da kann ich Ihnen E-Mails zeigen, die glauben gar nicht, was man da bekommt. Das sind diese aktiven Verhinderer, die sich freuen, wenn irgendein Augenarzt mal berichtet, dass es Probleme gibt bei der Computerarbeit, oder Psychiater, die uns weismachen wollen, dass das Lernen am Computer eine große Missachtung der menschlichen Lebensqualität ist. Das erleben wir also bei den Lehrenden. Bei den Hochschulleitungen, auch da kann ich natürlich wieder hier einige anschauen, einem gucke ich direkt ins Gesicht, das sind Menschen, die sich dafür einsetzen, aber auch die kommen nicht in die Fläche.
Es gibt von den 400 deutschen Hochschulen vielleicht 20, 30, 40, ich kann es nicht beziffern, Hochschulen, wo sich Präsidiumsmitglieder ganz explizit einsetzen. Aber richtige Treiber sind die in der Fläche auch nicht. Na, und die Politik, die fördert, die muss uns Geld geben, damit es klappt. Dazu sage ich gleich noch etwas. Und dann gibt es noch eine Treibergruppe, die wir heute Morgen identifiziert haben, die wir aber völlig vergessen haben. Das sind die Studierenden. Es ist die größte Treibergruppe. Und da möchte ich gleich Ihnen sagen, was wir in diesem Zusammenhang bei den Studierenden vielleicht machen können. Der erste Schritt, den wir gehen sollten, um diese Nicht-Aktivisten irgendwie ins Boot zu bekommen, ist, wir müssen informieren, auch wenn es schwerfällt und langweilig ist, was ist überhaupt digitale Lehre? Viele wissen es nicht. Sie reden drüber, aber wissen es nicht, was es genau ist. Woraus besteht die? Manche Hochschulen laden sich dann Gastvortragende ein. Da wird ein Vortrag gehalten, Lehrvideos in der Hochschullehre, hinterher ein Glas Orangensaft oder Sekt getrunken. Man steht am Buffet und sagt, schön, dass es so war. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Das führt nicht in die Digitalisierung der Lehre. Also diese, gut, dass wir mal drüber geredet haben, Vorträge, weg damit. Das ist die erste Empfehlung. Zweitens, viele Hochschulen sind ganz schlecht organisiert. Die haben ein Rechenzentrum, eine E-Learning-Einheit, sie haben eine Fachdidaktik-Einheit, möglicherweise eine Stabsstelle und manchmal auch noch einen Fachbereich Erziehungswissenschaften. Die alle wollen irgendwie mitreden. Diese Strukturen müssen vereinheitlicht werden und geändert werden. Das ist meine nächste Empfehlung. Die Politik, sie fördert das Ganze. Aber wie? Sie fördert Forschung. Wenn wir forschen über etwas, dann müssen wir es erstmal haben. Aber wir haben noch keinen digitalen Content in der Breite. Wir haben noch gar nicht diese Dinge, über die wir forschen. Das neue Forschungsprojekt Wirksamkeitsstudien, für das 13 Millionen Euro ausgegeben wurden, wird uns 2020 Ergebnisse liefern. Mir sagte heute Morgen, ich möchte nicht erwähnen, wer es war, ein Kollege, das ist historische Digitalisierungsforschung. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen. Also hier müssen andere Beträge in die Hand genommen werden. Ein noch so kleines Forschungsprojekt läuft über 3 Jahre und kriegt in der Regel 400.000 bis 500.000 Euro Minimum. Ein großes Lehrprojekt läuft, und das haben wir eben aus der Uni Göttingen gehört, ein halbes bis ein Jahr und generiert 25.000 bis 50.000 Euro. So können wir keine Digitalisierung der Lehre hinbekommen. Und dann schließlich noch die Studierenden. Die Studierenden müssen informiert werden, was gibt es überhaupt an digitaler Lehre? Und wenn sie das begriffen haben, dann fordern sie es auch. Ich will 2 Aspekte nennen. Studierbarkeit, wenn sie erkennen, dass durch digitale Formate zum Beispiel Prüfungen vorgezogen werden können oder dass man auch mal krank sein darf oder dass man vom Ausland aus studieren darf, dann gewinnt das Thema Schwung. Und noch etwas, Demokratisierung. Als ich Studierenden vorschlug, doch mal über das Bring-Your-Own-Device-Konzept nachzudenken. Ich habe ASTA-Vertreter bei mir im Büro gehabt, die waren ganz erstaunt, dass man darüber spricht. Warum lassen es sich Studierende gefallen, dass in Vorlesungen der Satz fällt, Handys aus und Laptops unter den Tisch? Warum eigentlich? Wir gehen einen Schritt weiter, wir wollen es disruptiver machen, wir lassen die Handynutzung auch bei Prüfungen jetzt zu. Das führt aber dazu, dass die Prüfungen ganz anders aufgebaut werden. Also Sie sehen hier, und da glaube ich, ist Herr Müller auch, der heute Morgen ja auch fragte, und Herr Lovischach, die sagten, wie kriegen wir die Studierenden ins Boot? Wir kriegen sie. Und dann schließlich noch zu den Lehrenden. Lehrende müssen etwas ausprobieren dürfen. Diese Häme-Mails, die dann kommen, wenn Ihnen mal ein Inverted Classroom-Szenario missglückt ist, die müssen aufhören. Wir müssen uns Fehler erlauben dürfen. Digitalisierung zwingt uns geradezu in Fehler. Und da darf man nicht gleich mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Das sind die ersten Maßnahmen. Und dann noch schließlich 2 kleine Punkte. Wenn wir die Hochschulen informieren, was digitale Lehre ist, dann bitte nicht bei einem Vortrag belassen, sondern zeigen und helfen. Ich habe ja dieses 6-Schritte-Programm auch als Video in meinem Kanal Digitalisierung der Lehre. Das können Sie mal nachschauen. Das sind 6 Schritte in die kleinteilige Digitalisierung. Fangen Sie gar nicht erst an mit einem großen Kurs, sondern mit kleinteiligen Inhalten. Und dann kommen Sie allmählich weiter. Und schließlich als vorletzten Punkt, bleiben wir doch mal realistisch. Im Abschlussbericht des Hochschulforums Digitalisierung, soweit ich den schnell lesen konnte, findet sich gefühlte 50 Mal das Wort Learner Analytics. Ich könnte noch Virtual Reality hinzufügen, künstliche Intelligenz, Robotics und PMOOCs vielleicht noch.
Wenn Sie das an der Hochschule X machen und versuchen, in die Digitalisierung der Lehre hineinzubekommen, verlässt die Hälfte der Menschen sofort den Saal. Also bleiben wir doch auf dem Teppich und fangen wir unten an mit kleinteiligen Digitalisierungen. Ja, wir haben einen Roboter, aber ich werde nichts tun, an Hochschulen, wo ich bin, darüber zu erzählen, wie man den programmiert. Und schließlich, das hat Frau Meyerberger eben gesagt, Wertschätzung Lehre ist der entscheidende Punkt, der sozusagen die Rahmenbedingungen über alles setzt. Wir konnten Montag lesen in dem Brief aus der Zeit Chancen, dass deutsche Lehrende 24% ihrer Arbeitszeit für die Lehre aufwenden. Und der Redakteur schrieb dann, toll, die Lehrenden machen ja was. Mit 24% können Sie nicht mal den Alltagsbetrieb bei einer 40-Stunden-Woche und einem Lehrdeputat von 8 Semesterwochenstunden aufrechterhalten. Und dann sollen Sie noch Digitalisierung. Also hier muss man auch ganz andere Rahmenbedingungen schaffen, aber darüber wurde schon geredet. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Und jetzt freue ich mich, Sie einzuladen. Wer mag einen Impuls? Spontan gibt es eine Person, die auf jeden Fall bereit ist. Aber wir dachten, wir machen den Anfang leicht und haben eine Person schon mal gefragt. Aber die zwei Plätze sind ganz ehrlich frei. Kommen Sie gerne nach vorne. Wer mag noch? Sie müssen nicht lange bleiben, Sie dürfen länger bleiben. Es muss nicht gleich ein Vortrag sein, es kann auch einfach mal ein Einwand, ein Widerspruch sein. Studierende sollen ja auch hier sein, wurde heute Morgen gesagt. Auch Sie möchte ich ganz herzlich einladen. Ja, dann fangen wir schon mal an. Also, ja, kommen Sie nach vorne. Da ist, ich wollte gerade sagen, der Platz ist ja frei, die Lücke kann man immer füllen. Ich wollte gerade sagen, ja, Markus Daimann, magst du dich kurz vorstellen und sagen, was hat dich hierauf getrieben? Ja, gerne. Markus Daimann von der Fachhochschule Lübeck. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur tollen Arbeit in der Themengruppe. Alle Empfehlungen und was gesagt wurde, unterschreibe ich. Möchte aber, wir sind ja hier zum Diskutieren, auch so einen kleinen Einwand gegen Jürgen formulieren. Und zwar beim Thema, die Lehrenden sind nicht die Treiber. Und du hast ja auch gefordert, was brauchen wir jetzt Konkretes? Und ich habe da jetzt auch einen ganz konkreten Vorschlag mitgebracht. Also was wir brauchen, ist eine Plattform, wo wir uns austauschen können. Und da ist mir, also ich weiß, viele von Ihnen hier im Saal kennen wahrscheinlich auch aus dem Schulbereich den Ad-Chat von Thorsten Labig und André Spang, der immer dienstags auf Twitter stattfindet. Sowas gibt es in unserem Metier im Hochschulbereich leider gar nicht. Aber es gibt auch viele, die daran interessiert wären. Also ich sehe hier Malte Persicke, könnte mir vorstellen, dass der Lust drauf hat. Christian Spannagel von der PH Heidelberg. Ich wäre daran auch interessiert, sowas aufzuziehen. Ich habe mich da bisher noch nicht vorgewagt, weil da fehlt, also wenn es da noch mehr Unterstützung wäre, dass man sagt, okay, man hat einen Kreis von, was weiß ich, 50 interessierten Hochschullehrenden, dann macht man mal sowas. Und dann kriegt man nämlich auch die Hochschullehrenden zu Treibern, weil ich denke, das ist ja auch sollte der erste Ansatzpunkt sein. Also man kennt ja alle dieses Konzept, dieses Problem Teaching to the Test oder Practice what you preach. Das heißt, wenn ich es nicht vorgelegt bekomme, warum soll ich es dann als Studierender machen? Das heißt, ich sehe da schon die Lehrenden als Ansatzpunkt. Wir müssen die aber stärken, wir brauchen auch eine Wertschätzung und im Sinne einer Selbsthilfegruppe. Also es hätte ja zwei Effekte, ne? Also man kann sich auch austauschen, ne? Wie schlimm es an meiner Hochschule ist mit Gleichgesinnten. Deswegen komme ich auch mal gerne hier hin zum HFD, ne? Weil man da nette Menschen trifft. Das wäre der eine Effekt. Der andere wäre, dass man eben auch Strategien entwickelt und sich austauscht. Wie kann ich jetzt nämlich meine Lehre in die Breite, also wie hier es auch steht, wie komme ich in die Fläche? Ne? Also es wäre ein ganz konkreter Vorschlag, den man auch relativ zeitnah umsetzen könnte, eben einfach so analog zum Ad-Chat aus dem Schulbereich, einen Bildungs-Ad-Chat im Hochschulbereich zu machen, könnte ein halben Jahr schon starten. Im Grunde morgen. Ja, vielen Dank für diesen ganz konkreten Vorschlag. Und ich nehme auch das Wort, wer sind die wahren Treiber, noch mal mit in die Runde. Mögen Sie auch sagen, warum Sie sich gerade angesprochen gefühlt haben? Ja, erstmal guten Tag. Mein Name ist Klaus Sommerfeld. Ich vertrete hier die Piratenpartei, habe mich angemeldet, weil das ganze Thema hier schon die Politik angesprochen wurde. Wir kriegen einzelne Gruppen nicht zu Treibern, wenn wir es nicht hinkriegen, die Gruppe untereinander zu verbinden, sodass gleichermaßen Lehrende wie Studierende wie auch die Politik dieses Thema einfach vorwärts treibt. Das beginnt schon dort,
bei Standardisierung von Online-Prüfung oder solche Sachen. Das haben wir doch im Augenblick noch nicht mal hinbekommen bei der analogen Prüfung. Ne? Bei Studienwechsel in Hochschule in Deutschland, ne? Wäre teilweise Punkte anerkannt oder nicht anerkannt. Wie wollen wir da in der IT das jetzt standardisieren bzw. das einführen und es dem Studenten wirklich schmackhaft machen, dass der ein Treiber dafür ist. Auf der anderen Seite, das wäre der eine Punkt. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, um die Studierenden, wenn man jetzt hier auch, ich habe hier die Teilnehmerliste mir angeschaut, ne, wenn man sieht, wie wenig Studierende eigentlich vertreten sind. Ne, und genau das Gleiche ist, wenn man die Studierenden nicht im Bereich auch der Mitbestimmung mehr beteiligt, ne, dann werden die auch nie als Treiber auftreten können, weil diejenigen, die eigentlich dafür sind, die Treiber wollen, die wäre einfach abgeblockt, da sie nirgends überhaupt die Chance haben, ihre Themen, ihren Bereich vorwärts zu bringen. Und deshalb muss erstmal von der Politik, also wirklich diese beiden Dinge sollte von der Politik dringendst geregelt werden, sonst verschlafen wir alles. Wir müssen uns bewusst sein, im Augenblick, die jetzt auf Lehramt oder so studieren, das sind diejenigen, die spätere Generation ausbilden. Und genau, ne? Ja, das ist ein neues, ne? Aber auch die sind im Augenblick, die können auch nicht als Treiber fungieren, weil sie gar nicht damit in Berührung kommen. Ja. Vielen Dank. Und vor allem auch nochmal für den Aspekt, wir müssen uns erstmal untereinander vernetzen. Das knüpft ja auch direkt an, um dann wieder wirksam treiben zu können. Dankeschön. Ich gebe gleich an den Nachbarn weiter. Stellen Sie sich auch kurz vor, bitte. Ja, guten Tag. Mein Name ist Dustin Klingebeil. Ich bin selber auch Studierender hier in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin-Schöneberg. Heute bin ich aber in der Rolle als Vertreter eines Startups hier, das versucht, Studierenden mehr Praxiserfahrung beizubringen, indem es Projekte mit Unternehmen veranstaltet und durchläuft. Erstmal möchte ich mich natürlich erstmal für die ganzen Vorbeiträge auch bedanken und dass Sie auch daran interessiert sind, weil ich bin selber Studierender der Wirtschaftsinformatik, habe einen stark informatischen Hintergrund. Ich bin auch ein Freund der Digitalisierung selber, auch wenn ich dem teilweise skeptisch gegenübertrete, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, in Prüfungen erlauben wir Mobiltelefone. Da würde mich natürlich auch wundern, beziehungsweise ich frage mich, wie könnte man das zum Beispiel umsetzen, dass Sie das erlauben? Also, können Sie? Es finden keine Multiple-Choice-Tests mehr statt, keine Wissensabfragen mehr, sondern reine Kompetenzprüfungen. Und auch die kann man über E-Klausuren abbilden. Man muss sich nur sehr genau überlegen, welche Fragenformate man da hat. Es sind neue Fragenformate, die haben wir alle entwickelt. Ganz andere Prüfungen. Genau, und auch bin ich ebenfalls auch skeptisch, danke erstmal für das Feedback, bezüglich der Rahmenbedingungen erstmal, um wirklich die Digitalisierung vorantreiben zu können. Da gebe ich den Argumenten meines Vorredners auch ein wenig recht. Ja, also ich bin mit vielen Fragen hergekommen als Studierender und hoffe natürlich von heute noch mehr Antworten zu bekommen und Kontaktmöglichkeiten zur Vernetzung. Ja, herzlichen Dank. Bevor wir gleich einen kleinen Austausch machen und weil Sie als Studierender ja auch hier stehen, nicht nur als Start-up-Vertreter, würde ich Sie gerne fragen, dass im Anschluss an den ersten Impuls von Jürgen Hanke, und Sie sind ja auch informatikaffin, sind die Studierenden tatsächlich, also können die Treiber sein? Wenn man Studierende erlebt, die sind ja sehr divers, von ich nehme das, was ich eben angeboten bekomme, das, was die Lehrenden sagen, was sinnvoll wäre und das, was ich eh schon benutze. Aber können das die Treiber werden für die Lehre? Sind es die entscheidenden Treiber? Sicherlich. Also ich würde die Studierenden nicht unterschätzen, schon aufgrund ihrer Masse her. Aber wie das so immer ist bei der Mobilisierung von Massen, braucht man meist eine starke, vereinfachte Grundlage. Mhm. Das heißt, es muss ganz klar die Mehrwertdiskussion wieder geführt werden. Okay, welchen Vorteil hat es, wenn ich jetzt digitale Formate nutze im Vergleich zu analogen? Auch wenn wir jetzt natürlich eher von begleitender Digitalisierung als von ersetzender Digitalisierung sprechen. Das muss klar den Studierenden gegenüber kommuniziert werden. Das ist meine Meinung. Eine Frage noch. Mich interessiert ja, was aus Sicht der Studierenden das wäre, was sie uns kommunizieren würden. Wir wünschen uns schon ja seit Jahren im Grunde, was digitale Lehre ist. Aber es ist ja tatsächlich die Frage der Akzeptanz. Was würde denn auch
Mehrwert ausmachen aus Ihrer Sicht? Auch gern individuell, Sie können ja auch nicht immer für alle sprechen. Ja, genau. Ich versuche es jetzt gerade auf die Metaebene zu ziehen von vielen Studierenden. Wie würde man sozusagen, um es jetzt auf die persönliche Ebene zu kriegen, mich dazu bringen, die Digitalisierung voranzutreiben? Ist das so richtig verstanden? Ja, indem man wirklich Anreize schafft, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die es technisch schon gibt, sage ich mal so. Und ich persönlich wäre, um ein wenig Druck rauszunehmen und vielleicht auch eher meine Kompetenzen in Prüfungen beweisen zu können, froh darüber, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in meinem Studium, weil ich bin jetzt schon relativ am Ende dessen, die Möglichkeit gehabt hätte, wirklich auch Medien zu nutzen. Also um nicht nur mit dem eigenen Kopf, wie das in dem traditionellen Studium vorgesehen ist, zu arbeiten, sondern auch mit, wie es man auch im Arbeitsumfeld letztendlich kennt. Man hat ja Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, ob es nun Kollegen sind, ob es das Internet ist oder ähnliche Grundlagen. Ja. Schauen Sie, das sind genau diese Verallgemeinerungen, mit denen wir eigentlich nichts anfangen können. Sie sagen, ja, die Medien einsetzen, das ist gut. Das bringt uns nichts. Ich sage zwei Aspekte. Studierbarkeit, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ein Kursformat, wir nennen das FLOC, der Flexible on Campus Kurs. Können das per Video auch sehen. Man kann sich den Prüfungstermin selbst wählen und dadurch können Studierende ihre Prüfungen am Semesterende entzerren. Ein Riesenvorteil und Studierende wollen das einfordern. Das ist ein Mehrwert, aber den kennen Sie gar nicht, weil Sie zu wenig in Masse, Sie vielleicht, über die digitale Lehre Bescheid wissen. Ja, herzlichen Dank. Und ich sehe schon, das passt ja perfekt. Drei Personen würden gerne einen Beitrag leisten, drei haben dankenswerterweise einen Auftakt gemacht. Herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen. Sie wissen jetzt, wie es geht. Einmal kurz vorstellen und auch sagen, sozusagen, was hat Sie gerade bewogen, jetzt hier das Wort zu ergreifen? Vielleicht. Ja, ich bin Nicola Würfel, Herder-Institut Uni Leipzig. Ich mache jetzt mal ein bisschen Themenwechsel weg von den Treibern. Was mich beim Lesen des Ihres Positionspapiers oder so der Veröffentlichung, was mir aufgefallen ist, wovor ich eigentlich warnen möchte, ist die Dichotomie zwischen analoger Lehre und digitaler Lehre. Und ich glaube, dass es viel über das, was Sie sprechen, was ich auch sehr sinnvoll finde, sind natürlich hochschuldidaktische Konzepte, kooperatives Lernen, Vernetzung etc. Oder jetzt auch diese bessere Studierbarkeit. Also das sind ja allgemeine Aspekte, wo wir die Digitalisierung zur Unterstützung nutzen, die aber nicht praktisch per se digital sind, sondern wir reden über zum Beispiel didaktische Konzepte. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt über Lehrende reden, ein Problem haben, wenn sie dann die Möglichkeit haben zu sagen, na, ich mache analoge Lehre und dabei will ich bleiben. Ich glaube, wir haben gar keine analoge Lehre mehr. Also ich glaube, es gibt keinen Kollegen oder keine Kollegin, die nicht in irgendeiner Form auch auf digitale Texte zugreift etc. Wir haben auch kein analoges Lernen mehr, also rein analoges Lernen. Insofern glaube ich, wir haben Mischformen und wie gesagt, ich warne vor dieser Dichotomie. Ich glaube, wir grenzen damit Leute aus oder schaffen auch Freiräume, die wir vielleicht gar nicht mehr haben. Ja, ich kommentiere das ganz kurz, weil wir nehmen die Warnung sehr gerne auf. Wenn das so in den Berichten rüberkommt, ist das tatsächlich nicht intendiert, weil wir in der Themengruppe einfach im Grunde auch Lehren und Lernen unter den Bedingungen der Digitalisierung sehen. Und tatsächlich, wenn man das so weit fasst, findet heute keine ohne Lehre mehr statt, ohne Medien. Nur natürlich, wenn wir in Systematisierungen denken und vereinfachten Schemata, fängt man irgendwann an zu sagen, ab wann ist es angereicherte Lehre und wann kommen die höheren Stufen. Also ich glaube, das ist wichtig und da nehme ich den Impuls auf, zu trennen, was ist so unser analytischer Blick, aber was ist eben auch der realitätsbezogene Blick. Und da ist es uns ganz wichtig, Prüfen und Lernen findet heute eben tatsächlich unter diesen Bedingungen der Digitalisierung statt. Umso mehr Anknüpfungspunkte sollte es doch geben, um in die Breite zu kommen, um jetzt den kleinen Bogen nochmal zu schlagen. Ganz herzlichen Dank, Herr Kühn. Guten Tag, Sebastian Kuhn. Ich bin im Alltag Arzt, also schwerpunktmäßig Unfallchirurg. Ich kümmere mich um verletzte Patienten und allerdings auch Lehrender, Medical Educator. Und jetzt im Rahmen vom Curriculum 4.0 etablieren wir ein neues Curriculum Medizin im digitalen Zeitalter. Um auf die Frage, die hinter uns steht, zurückzukommen, jenseits der Leuchttürme,
Wie kommen wir in die Fläche? Ich denke, es passiert das, was man fördert. Also wenn man Leuchttürme fördert, dann entstehen Leuchttürme. Wenn man was in der Fläche schaffen will, dann muss man auch die Förderung dazu bereitstellen. Und wie Sie, Herr Handke, ursprünglich berichtet haben, es sind Einzelpersonen. Und die Einzelpersonen können bei den Studierenden sein, bei den Lehrenden, auch zum Teil bei der Universitätsleitung Einzelpersonen, die engagiert sind. Und sicherlich ist es essentiell, dass man diese Gruppen vernetzt und auch diese Netzwerke fördert. Und wenn nur Einzelpersonen sind, dann ist es nur ein Leuchtturm und der kann vielleicht, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, auch nicht mehr gefördert werden, sondern eher Förderungen, wo Universitäten mit den verschiedenen Playern im Prinzip sich vernetzt aufstellen. Ich beschäftige mich viel auch mit dem Thema Prüfung, also auch zentral fürs Staatsexamen in Deutschland. Und was Sie erwähnt haben, wo ist der Mehrwert, zum Beispiel eine Prüfung auch digital zu erlauben, das bedingt eine andere Prüfungsform. Und ich denke, das ist sehr, sehr spannend, weil wenn man sich überlegt, was Studenten steuert, das Lernverhalten von Studenten wird am meisten gesteuert durch die Prüfung. Also Assessment drives learning. In der Medizin, wir fordern derzeit ein unglaubliches Faktenwissen und die Studenten lernen das. Die können das passiv wiedererkennen. Das ist nicht besonders gut, das macht nicht eine Kompetenz aus, aber das ist im Moment der Prüfungsmodus und die Studenten richten sich danach. Und ich denke, wenn wir solche Prüfungsformate etablieren, also ich habe in Amerika auch mein Staatsexamen abgelegt, da war sehr adaptives Prüfen, dann kann man auch damit das Lernverhalten und auch den Studiengang verändern. Von daher denke ich, muss man sehr stark über die Prüfungsform nachdenken, weil die bedingt auch viel Lernänderung. Ja, vielen Dank für Ihre, auch aus Ihrem Fach die Perspektive nochmal darauf. Und genau das Thema hat uns ja auch deswegen auch die beiden Studien umgetrieben. Also die Prüfungsszenarien sind halt noch in unserem jetzigen System ein wesentliches A und O. Ja, bitteschön. Mein Name ist Christiane Schindler, ich komme vom Deutschen Studentenwerk und leite dort die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung. Sie haben nach dem Mehrwert gefragt, den Digitalisierung von Lehre und Prüfen mit sich bringt. Es gibt eine Zielgruppe, die ganz klar von solchen Entwicklungen profitieren kann. Das sind die Studierenden mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen. Das aber auch nur, also weil es ja eben diese zeitliche räumliche Flexibilität einfach auch bietet. Ne? Das aber eben nur, wenn die Angebote barrierefrei zugänglich sind. Das ist ein Riesenproblem. Sie sprachen von elektronischen Anmeldeverfahren, die Evaluation der Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz Eine Hochschule für alle hat bereits 2013 gezeigt, dass diese Anmeldeverfahren zum Beispiel nicht barrierefrei zugänglich sind in vielen Fällen. Und wir verfolgen einfach mit großer Sorge eine Entwicklung, die möglicherweise statt Chancen Exklusionsrisiken und die Exklusion dann letztendlich auch für diese Gruppe von Studierenden zur Folge hat. Und insofern werben wir wirklich sehr dafür, das Thema Barrierefreiheit mit in den Diskurs um Digitalisierung aufzunehmen und hier A, Sachstand erstmal zu erfassen, B, Herausforderungen, notwendige Handlungsbedarfe zu identifizieren und dann davon ausgehend auch entsprechend Entwicklungen zu initiieren. Darf ich Ihnen direkt eine Lösung anbieten, die wir jetzt realisiert haben? Also erstmal darf ich dazu sagen, ich komme aus Marburg. Marburg ist Sitz der Deutschen Blindenstudienanstalt und wir haben sehbehinderte Studierende. Und das war für uns ein Anlass, unsere digitalen Formate in E-Book-Formate alternativ zu überführen, denn die können schließlich vorgelesen werden. Kann ich jedem empfehlen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die macht das und das ist die Lösung dieses Problems. Eins, ja genau. Ja, gerne. Ich hätte noch einen Punkt, das knüpft so ein bisschen an Sie an und an den einen Vorredner, der die Verknüpfung gefordert hat oder Vernetzung gefordert hat. Natürlich ist Vernetzung sehr sinnvoll, ich glaube aber, dass man vielleicht hier auch noch stärker die Fächerperspektive mit reinbringen sollte, denn Vernetzung nutzt uns nur dann etwas, wenn wir es auch fachspezifisch machen. Denn wenn wir mit sozusagen immer diesen allgemeinen Empfehlungen, mediendidaktischen Empfehlungen kommen, dann ist das sozusagen für einen ersten Schritt gut, aber die Kollegen aus den Fächern brauchen dann auch fachspezifische Vorschläge, um es wirklich umsetzen zu können. Ja, vielen Dank für die Impulse und genau, herzlichen Dank. Und da steht auch schon der Nächste mit einem Impuls und zwei Plätze sind noch frei.
Während der nächste kommt, eine kleine Werbeblock, die Inverted Classroom-Konferenz 2017 am 21. und 22. März in Marburg macht genau nämlich das. Wir haben erstmalig Workshops für einzelne Fächer, für MINT, für Sprachen, für Medizin und für Sozialwissenschaften. Und nach dem Werbeblock gehen wir direkt über zum ersten Statement. Herzlich willkommen, ja, Herr Wollersheim. Guten Tag, ich bin Werner Wollersheim, Universität Leipzig, habe da einen Lehrstuhl für allgemeine Pädagogik. Ich würde auch gerne diesen Aspekt der Vernetzung nochmal stark machen, direkt anschließen an das, was Sie gesagt haben, und die Vernetzung unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Erstens aus der Basis meiner Beziehung zu Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule. Ich finde immer wieder kleine Fächer, die vollkommen isoliert und ohne Ausstattung an der Hochschule sind, und da ist Vernetzung ein Überlebensprinzip. Das geht gar nicht anders. Das Zweite, diese Vernetzung sollten wir vorantreiben im Hinblick darauf, dass wir Unterstützungssysteme für die Digitalisierung forcieren. Unterstützungssysteme, die Kolleginnen und Kollegen, die dafür niemals ausgebildet worden sind und die keine Early Adopters sind in dem Bereich Digitalisierung, helfen, ihr Wissen, das sie haben, möglichst einfach in digitalisierte Systeme zu überführen und dabei hochschuldidaktisch unterstützt werden. Das ist, glaube ich, für mich auch nochmal ein A und O. Wir sind an dem Punkt, dass wir nicht mehr die funktionierende Eisenbahn unter dem Weihnachtsbaum anschauen und uns dabei freuen, sondern Entwicklungen sind so weit und so stark, dass wir mittlerweile über Technik verfügen, die uns die Umsetzung hochschuldidaktischer Konzepte, ob das nun ICM ist oder ob das adaptives Prüfen ist, ob das Peer Assessments sind, ob das eine Personalisierung von Lernumgebung ist, die dafür einiges an die Hand geben würde. Und wir experimentieren einfach damit, da Unterstützungssysteme einzuführen, wo es möglich ist. Das geht teilweise mit Standardisierung einher. Herr Persicke sitzt im Publikum. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass es Bereiche gibt, wo Standardisierung möglich und sinnvoll ist. Beispielsweise Statistik 1 und 2 kann man machen, muss es dann nur anschließend wieder anpassen an die fachspezifischen Bedürfnisse. Und genau dafür brauchen wir die Unterstützungssysteme, dass das einfach geht. Und wir schaffen uns damit den Freiraum in der Lehre, um die Dinge, die sich nicht standardisieren lassen, überhaupt durchführen zu können. Denn glauben Sie mir, ich rede aus einem Leidensfach, Massenfach Lehrerbildung, und wir sind froh über alles, was wir individualisieren können, und wären froh, wenn wir gute Bausteine haben, wo Standardisierung notwendig ist. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Vincent Zimmer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Chiron. Wir nutzen digitale Bildungsformate, um die Integration von Geflüchteten zu unterstützen. Mich hat aufs Podium getrieben ein bisschen der Widerspruch zu Herrn Handke, und zwar eigentlich zu den beiden zentralen Thesen. Das wollen wir vielleicht mal in die Diskussion vielleicht auch einsteigen. Und zwar der erste Punkt war diese Empfehlung, die Politik der kleinen Schritte. Und da würde ich vehement widersprechen und ein Beispiel anführen, wo wir in dem letzten Jahr gesehen haben, dass durch die Flüchtlingskrise an den Hochschulen unglaublich viel möglich geworden ist, was wir vorher nicht gedacht hätten, was möglich ist. Und wo man auch viele Programme auf einmal in die Breite bekommen hat, in einer unglaublich kurzen Zeit. Und ich glaube, wenn man sich fragt, warum war das möglich, dann waren das sicherlich auch die Ressourcen, die bereitgestellt waren. Aber ich glaube, was vor allen Dingen geholfen hat, war diese große Idee, eine Vision, warum machen wir das eigentlich? Und da sprechen Sie darüber, wir müssen über die Vorteile reden, aber Sie bleiben, glaube ich, in einem Zwischenschritt stehen. Also sag ich mal, die Prüfungsformate, also dass das Studium flexibler wird, das ist ein Vorteil. Aber der nächste Schritt ist eigentlich, was nützt denn ein flexibles Studium, weil wir eben andere Menschen in Hochschule inkludieren und einbinden können, die wir vorher nicht einbinden können. Und ich glaube, das kommt in dieser Diskussion zu kurz. Also ein bisschen dieser Kontrapunkt, brauchen wir nicht erst die große Vision und nicht nur in einem Positionspapier, sondern auch gelebt in Reden im Alltag an der Hochschule. Und der zweite Punkt, das Titel lautet ja auch Jenseits der Leuchttürme. Und da ist jetzt ein bisschen, ich habe auch sehr, sehr viele Hochschulen kennengelernt im letzten Jahr, habe auch sehr viele Leuchttürme kennengelernt, wir arbeiten ja auch miteinander, und habe aber auch Ihre Hochschule kennengelernt in dem Umfeld, in dem Sie sozusagen dieser Leuchtturm sind, und frage mich, sind das denn wirklich Leuchttürme? Also sind das nicht vielleicht eher so kleine erste Piloten? Und wo findet man denn mal eine Hochschule, die sozusagen in der Gänze Digitalisierung umsetzt und damit erfolgreich ist? Also brauchen wir nicht eher doch noch diese Konzentration auf Erfolgsbeispiele, wo man mal wirklich in der Skalierung aussieht, da setzt jemand digitale Formate ein und das führt signifikant zu Verbesserungen und eben nicht nur in kleinen Projekten, die mal über 2-3 Jahre laufen.
da würde ich gerne nochmal die Diskussion eröffnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Impuls. Ich würde sogar gerade gerne noch eine prägnantere Frage hinterher schieben, die die Diskussion gern anregen soll. Kann eine ganze Hochschule überhaupt visionär sich entwickeln, wenn die Breite nicht mit dabei ist? Sie muss, denke ich. Sie muss wollen. Vielleicht kann ich da gleich anschließen. Mein Name ist Ulf Ehlers, ich komme von der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Und ich habe es vor 2 Wochen geschafft, in unserem Hochschulsenat die E-Learning-Strategie zu verabschieden. Und das war aber ein langer Prozess, also ein 2-jähriger Diskussionsprozess in ganz unterschiedlichen Fakultätsgremien und so weiter und so weiter. Und wir sind so ein bisschen angefangen von den großen Versprechen und sind irgendwann ganz woanders gelandet, nämlich da bei dem Stichwort Werte. Was sind die Werte unserer Hochschule eigentlich? Beispielsweise Dualität. Wir haben 2 Lernorte. Digitalisierung muss was mit Lernortüberbrückung zu tun haben. Das sieht sofort jeder ein und macht da mit. Und dann gibt es noch so ein paar andere Themen, die da drin stehen. Aber bis wir da mal hingekommen sind, war es wirklich nötig, bei jedem Einzelnen ins Herz und Hirn zu gehen, das umzudrehen und miteinander zu verbinden und einen Konsens zu finden. Und dafür braucht man Foren. Und das ist mein 2. Punkt, das Thema Grammatik. Digitalisierung braucht Foren, Austausch, schon angesprochen, Netzwerken. Wir brauchen eine gemeinsame Sprache. Wenn ich in so einer Fakultätskonferenz stehe und über Digitalisierung rede, dann verstehen die 34 Mitglieder 34, möglicherweise auch 68 unterschiedliche Dinge darunter. Das habe ich immer wieder gemerkt und habe irgendwann angefangen, auch das aufzugreifen und zu sagen, es geht nicht um Isolation, es geht nicht um Verteilung von CD-ROMs oder so, oder um darum, die Studierenden nach Hause zu schicken, möglicherweise geht es auch darum nicht so, sondern es geht darum, dass man über Digitalisierung redet als etwas, was im Prinzip eine Weiterentwicklung der eigenen Lehre bedeutet. Und das ist mein 3. Stichwort. Wir haben dann angefangen, uns auch Teil dieser Strategie, solche Fonds da einzurichten, mit denen man Lehrende unterstützen kann, auf ganz kleiner Flamme, viel zu unzureichend, aber trotzdem so, dass es sichtbar ist. Und solche Fonds durch die Hochschule durchzubringen, da muss man dann große Zielsetzungen sozusagen auch versprechen, ja, dass man da also groß vorangeht. Aber am Ende, wenn man sich mal anschaut, was dabei jetzt rausgekommen ist, das hat ganz viel zu tun mit individueller, persönlicher, kreativer Weiterentwicklung des eigenen didaktischen Verständnisses. Und das wertzuschätzen auf ganzer Bandbreite, das ist so wichtig. Und wenn man das schafft und so einen Kollegen oder eine Kollegin hat und die zu seinen anderen Kollegen und Kolleginnen schickt, die das noch nicht so machen und die da vorne stehen und diese Kreativität wird sichtbar, dann hat keiner mehr eine Frage, ob Digitalisierung notwendig ist oder nicht, sondern dann ist das wie die Luft zum Atmen für alle, wo sie hinwollen, weil das sehr authentisch ist. Also diese 3 Stichworte, Grammatik, Werte und das 3. habe ich jetzt vergessen, aber ist auch ganz wichtig. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch mit Blick auf die Zeit danke ich Ihnen ganz herzlich für diese letzte Runde und ich versuche noch mal den kleinen Bogen zu schließen. Wir haben angefangen mit der Frage der Treiber im Grunde und sind jetzt am Schluss bei, ich nenne das jetzt mal Leitbild, Vision und Disruption angekommen, das sich sozusagen auf alle auch auswirken sollte. Und ganz wichtig ist dabei der Gedanke der Vernetzung, des persönlichen Kontaktes, sozusagen des Meandern der didaktischen, der hochschulmediendidaktischen Idee neben den Standards. Also man muss immer auch in beiden Welten denken und ganz wichtig auch in die Fächerkulturen hineinschauen und wenn man Diversität sagt, sie auch tatsächlich auch mit Blick auf Barrierefreiheit von Anfang an schon und Mehrsprachigkeit jetzt gerade bei dem Beispiel und so weiter in den Blick zu fassen. Was ich auch mitnehme, ist nochmal deutlich zu sagen, und das hat mir gerade diese Diskussion gezeigt, wir sind tatsächlich schon am Umsetzen und am Machen. Und ich glaube, das ist genau der Moment zu sagen, wenn das denn heute eine Zwischenkonferenz ist. Wir haben, glaube ich, alle wichtigen Stichworte gut zusammengetragen, gut dokumentiert. Und jetzt wird Zeit, noch mehr über das Machen in seiner Vielfalt zu sprechen und auch darüber schnell in den Austausch zu kommen, vielleicht schon unter einem Hashtag EduChat
hochschulen.de demnächst. Wir dürfen gespannt sein. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an alle Beitragenden und ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Mittagspause.